Schönen guten Abend zum heutigen Vortrag von Johannes Rauch zum Thema Handwerk als Ausdruck existenzieller Dynamik und Kreativität. Ich habe heute noch extra nachgeschaut. Es ist der dritte Vortrag aus der Familie Rauch. Der erste war 2005 von Martin Rauch, dem Lehmbauer in Vorarlberg. Der zweite war vor kurzem von Verena Rauch, der Tochter von Johannes Rauch, Mitglied von Columbus Next. Und heute ist der Papa von der Verena da, der Johannes Rauch, dessen Biografie sehr spannend ist. Also hat sie nicht mir im Vorfeld erklärt, weil er gesagt hat, das ist ein kurzes Thema des Vortrags. Er hat Malerei in Wien auf der Akademie der Bildenden Künste studiert und ist dann über jahrelange Tätigkeit in Afrika als Entwicklungshelfer wieder zurück nach Vorarlberg und hat dort eine Psychotherapieausbildung gemacht und dann maßgeblich das letzte Projekt, die Carina, geprägt. Ein Projekt, das er dann auch heute sicher näher erklären wird. Falls jemand einmal nach Vorarlberg fährt, in Schlins gibt es, ich sage immer, Rauch City, ein Hügel, wo die Familie Rauch mit den unterschiedlichen architektonischen Interventionen und Bauten nicht unwesentlich aus Lehm lebt. Und ja, es zahlt sich aus. Es ist ein gallisches Dorf mit, ja, sehr spannend, schön gelegen. Ja, dann danke mal fürs Kommen, dann danke ich dir, dass du heute hierher gekommen bist. Der Vortrag beginnt nicht bildlich, sondern an einer Tafel, improvisiert, aber immerhin, ich hoffe, es funktioniert. Dann danke fürs Kommen und wünsche einen interessanten und schönen Abend. Ja, danke Arno. Ja, guten Abend. Es hat... Und das werde ich mit der existenziellen Dynamik immer in Zusammenhang bringen. Es hat immer in meinem Leben so große Wendepunkte gegeben. Und der allerwichtigste, der ist schon am längsten her, das war im Studium die Begegnung mit Viktor Frankl. Und er selber spricht eben von der kopernikanischen Wende. Und aus den Forschungen Viktor Frankls heraus hat sich eben die Existenzanalyse entwickelt und dort spielen zwei Dinge in der Betrachtung des Menschseins eine große Rolle, nämlich die existenzielle Dynamik und die existenzielle Praxis. Und das ist heute mein Thema. Und ich fange gleich an. Die existenzielle Dynamik schaut so aus, dass wir auf dieser Welt sind, und zwar so, nämlich ich bin da. Als in der Welt Daseiender bin ich nämlich von der Welt angefragt. Früher war das so, dass wir egozentrisch waren, wir sind der Mittelpunkt dieser Welt und aus uns heraus entwickeln wir die Welt. Und Viktor Frankl hat das plötzlich anders gesehen und sagt, das ist die kopernikanische Wende. Er sagt, ich bin da als Daseiender und dadurch angefragt. Als Mensch bin ich in Frage gestellt. So heißt Menschsein, angefragt zu sein, und Leben heißt, die Antwort zu geben. Das ist die existenzielle Dynamik. Also nicht ich mache, ich will. Nein, ich antworte. Und im basalen Lebensbezug ist die Antwort eben das ganz basale Leben. Die Ernährung, die Kleidung, das Wohnen, die Körperpflege, das Gehen. Und wenn man auf den basalen Lebensbezug schaut, dann spielen die Hände,
die maßgebliche Rolle. Eben nicht unser Hirn und unsere Gedanken, sondern die Hände. Wir leben zunächst mit den Händen. Und aus den Händen heraus definieren wir das Handwerk. In Afrika, das ist der große Unterschied zu unserer abendländischen Kultur. In Afrika spielt die existenzielle Dynamik die größere Rolle als wie bei uns. Und dadurch sind viele von uns angezogen, aber vielen ist das Afrika auch sehr fremd geworden. Und das wird ein Teil meines Themas sein. Also ich bin da und gebe die Antwort. Und entscheidend ist, wer gibt die Antwort? Ist es das Ich? Oder ist es die Grundlage des Ich, nämlich die Person? In der Therapie ist es eine wesentliche Frage, die ich meinen Patienten immer wieder stelle. Das machen wir in der Entspannung. Die Frage, bin ich das Produkt meiner Eltern, der Umwelt und der Erziehung? Bin ich das Produkt meiner Eltern, der Umwelt und der Erziehung? Und wenn man das auf sich wirken lässt, dann kommt Widerstand. Nein, ich bin mehr. Dieses Mehr ist die Person, das ist das Einmalige und Einzigartige in uns, aber unser Gehirn ist nicht fähig, zwei Dinge zu erklären, nämlich woher die Person kommt und was nach dem Sterben ist. Das ist Glaubenssache. Und daraus haben wir natürlich die Religionen entwickelt und religiöse Menschen haben es sehr einfach, die kommen von Gott und die gehen zu Gott. Für mich ist das immer diese lebenslange Auseinandersetzung und ist auch schwer zu erklären, was ist die Person? Die Person ist nicht sichtbar. So wie Frankl sagt, das Auge sieht sein Sehen nicht. Die Person hat nur drei Dinge zur Verfügung, sich zu veräußerlichen. Den Körper, die Psyche mit der Emotionalität und die sogenannte geistige Dimension. Die geistige Dimension ist, wie ich mich in jeder Situation entscheide. Und in der existenziellen Dynamik wird das ganz wichtig, nämlich bin ich frei, der Welt zu antworten. Oder bin ich beeinflusst? Es geht um diese Freiheit. Die hat ein Kind noch nicht, aber das Kindsein entwickelt sich. Und das Wesentliche in der Entwicklung eines Kindes ist schon zunächst die basale Lebenserhaltung. Da haben wir sehr viel Wissen und sehr viel Ahnung. Machen aber auch in unserer Kultur sehr, sehr viele Fehler. Aber wo das Kind frei ist, ist das Spiel. Die existenzielle Dynamik, diese Freiheit erlebt das Kind im Spiel. Und es ist ganz entscheidend, wie viel Freiraum gebe ich dem Kind im Spiel. Wenn wir dann nach Tansania gehen, ich habe mich immer gewundert, wie Kinder dieses Leben meistern. Und das werde ich euch zeigen, über welche Fähigkeit des Handwerks sie dieses Leben meistern. Ich komme jetzt noch kurz zum Begriff der Person, der ist nämlich wichtig in der existenziellen Praxis. Also die Person ist das, was wir als reines Wesen nennen.
Das Ich ist das, was will. Und das Ich ist, wird entwickelt aus der Genetik, aus dem, wie wir erzogen werden, aus dem, wie wir gebildet werden. Das Ich ist auch sehr zuständig, nämlich in welche Welt ich hineingeboren wurde, in welche Landschaft, Stadt oder Land, in welche Religion und so weiter und so weiter. Es ist sehr schwierig, diese Person zu beschreiben, aber ich verwende bei meinen Patienten immer wieder den Begriff eines Musikinstrumentes. Nehmen wir eine Flöte. Die Flöte ist das Ich. Ich nehme sie in die Hand, ich blase hinein, schließe einige Öffnungen und dann gibt es diesen reinen Ton. Der Ton ist flüchtig, aber er ist ganz wesentlich. Mit der Flöte kann ich keinen Klavierton erzeugen, nur einen Flötenton. Und wenn die Flöte den Ton entwickelt und dann für uns zum Hören bringt, dann ist ich und Person im Einklang. Aber die Flöte ist immer so, das Ich ist immer, aber die Person, die muss ich immer wieder zulassen und entdecken. Und dazu haben wir etwas, was in unserer Kultur immer rarer wird, nämlich wir werden mit Intention erzogen, wir werden, Intention heißt Absicht, wir werden geschult, unsere ganze Wirtschaft, unser ganzes Planen hängt von Zielen ab. Menschsein heißt aber, einem Gefühl Raum zu geben. Das ist das intentionale Fühlen. Intention ist die Absicht, intentional ist das Gegenteil. Dieses absichtslose Sein, nur Sein. Das ist die Voraussetzung für die existenzielle Praxis. Und das möchte ich kurz erklären. Wenn es um Menschsein geht, haben wir zwei große Begriffe, nämlich Ich, im Zusatz als Person, und Ich selbst. Nun, was ist das Selbst? Wir verwenden dieses Selbst sehr oft, Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstgenügsamkeit und so weiter. Selbst, wie wir es verstehen, ist ich mit der Basis meiner Person zeige mich der Welt, in der Regel einem Du, und was zurückkommt, nehmen wir das Selbst. Also Selbst in unserem Begriff heißt das Bild, das ich von mir habe durch jemand anderen oder durch andere. Der Selbstbegriff, den ich jetzt erlebe, ist, ich zeige mich und sehe mich durch euch. Wenn ihr alle einschläft oder langweilig seid oder hintern geht, noch Bier holen und so weiter, dann kann es mich verunsichern. Dann kommt das, was ich euch zeige, nicht zu mir zurück. Dann drifte ich ab in eine Rolle. Ich versuche hier, der Johannes zu sein, der zu euch spricht. Wenn ich mein Selbst hier nicht spüren kann, dann bin ich der Vortragende. Dann bin ich in einer Rolle. Jetzt im Zusammenhang mit Handwerk spielt der Selbstwert eine große Rolle. Und das möchte ich kurz erklären. Wir haben Werte. Das wird derzeit gerade in der Politik total verramscht und versaut. Alle sprechen von Werten, wissen aber nicht genau, was sie meinen.
Wert ist so definiert, warum ich das eine dem anderen vorziehe. Niemand kann Wert begründen. Warum ich ein Schnitzel einem Fisch vorziehe, muss ich nicht begründen. Das ist der Wert an sich. Wir können nicht einmal erklären, warum das eigene Kind uns wertvoller erscheint als wie das eines Geschwisters oder eines Nachbarn. Wir reden uns von Fleisch und Blut und so weiter, ist alles nicht. Es ist der Grund der Bevorzugung, das ist etwas ganz Persönliches. Wir können es nicht mit den Genen und mit der Kindesliebe oder wie immer erklären. Nein, es gibt den Grund der Bevorzugung und das ist die Person. In Zusammenhang mit dem Handwerk, wir unterscheiden drei große Wertgruppen. Die Erlebniswerte, ja, wenn wir in der Natur sind, alles, was wir in Beziehungen erleben, wenn wir essen, wenn wir trinken, wenn wir genießen und so weiter. Erlebniswerte haben wir eine Riesenfülle. Dann gibt es die Gestaltungswerte, wie ich etwas gestalte mit dem Gehirn, mit dem Kopf, mit meinem Körper, wie ich gestalte. Und die dritte Gruppe, die allerschwierigste, sind die sogenannten Einstellungswerte. Die brauche ich für die tragische Trias, so nennt sie Frankl. Das ist der Umgang mit Leid, mit Schuld und mit Tod. Und jeder von uns kann augenblicklich mit dieser tragischen Trias konfrontiert werden. Und um da nicht unterzugehen, um da nicht suizidal zu werden, um da nicht alles aufzugeben, haben wir diese Einstellungswerte. Aber ich konzentriere mich jetzt auf die Gestaltungswerte. Gestalten heißt, ich suche mir einen Wert aus und mache ihn zu meinem, zum Selbstwert. Ich bringe ihn zu mir übers Lernen und übers Können. Natürlich haben wir Talente. Und wir haben Fähigkeiten. Aber wenn wir sie nicht üben, wenn wir uns nicht mit ihnen auseinandersetzen, dann verlieren wir sie wieder. Selbstwert hat mit der Lernfähigkeit, mit der Reflexionsfähigkeit und mit dem Können zu tun. Jetzt gibt es Wertediktate. Ich mag jetzt nicht die Politik strapazieren, aber diese neuen Diktatoren und so weiter sind Wertediktatoren. Die geben was vor, denen geht es um Prinzip und das wichtigste Prinzip dahinter ist die Selbstverwirklichung und die Macht. Alle ideologischen Gemeinschaften haben auch immer den Ansatz des Wertedogmas. Wenn man mit Handwerkern heute spricht, dann leiden sie unter diesen Normen. Das sind Dogmas. Es engt sie ein. Die existenzielle Praxis hat damit zu tun, dass ich mich um jene Werte kümmere und die auch finde, die zu meiner Person gehören, die ich mit der Person, nicht das Ich, wo die Person die Zustimmung gibt,
Dort bin ich der Urheber. Dort bin ich das Original. Ich muss nichts Neues erfinden. Kreativität, so wie ich es verstehe, ist, wenn ich mit meiner Person die Welt oder auch einen Ausschnitt in der Welt aus einem neuen Zusammenhang sehen kann. Ich sehe ein neues System für mich. Ein neuer Ansatz. Das ist Kreativität. Die existenzielle Praxis will Zustimmung. Wo kann ich Ja sagen? Zu was kann ich wirklich Ja sagen? Die meisten Werte, die wir so im Alltag leben oder in unserem Beruf umsetzen, kommen aus einer Kompetenz heraus. Die meisten Werte werden uns gelehrt. Viele Werte sind zeitgeistlich, die sind im Trend. Wenn ihr genau hinschaut, ihr geht in ein Gebäude, wenn ich jetzt die Architekten anspreche, ihr findet sofort den Zeitgeist und ihr findet sofort das Originelle. Und das sind Nuancen. Je länger wir im Leben in einem Wertediktat drinnen sind, die nicht ganz zu uns gehören, denen ich nicht die Zustimmung geben kann, je näher komme ich dieser neuen Krankheit, dem Burnout, das erschöpft. Wir nennen das dann die Hergabe. Ich gebe mich her. Und Architekten, weiß ich, die geben sich her. Manchmal sind es materielle Notwendigkeiten, das lasse ich alles gelten. Das ist alles nicht dramatisch. Aber ein Teil meines persönlichen Lebens braucht Hingabe. Wir nennen das im Fachbegriff Commitment. Ich gebe mich mit, Commitment. Ich bringe mich mit, ich bringe mich dazu. Frankl hat früh schon gesagt, die Depression wird zunehmen mit der Abnahme des Handwerks. Und das ist genau eingetreten. Denn im Handwerk, nehmen wir nur das Kochen, das Essen wird dann gut, wenn ich mich mitschicke, wenn ich mich mitgebe. Ich schlafe besser in einem Bett, das ich pflege, wo die Bettwäsche gepflegt ist. Ich fühle mich wohl in der Kleidung, die gepflegt ist, die ich bügle, die ich wasche, die ich pflege. Das ist alles Handwerk. Das ganze Wohnen ist Handwerk. Und aus diesem basalen, lebenserhaltenden Handwerk heraus kann sich über die Kreativität dieses Gestalterische entwickeln. Und das kreide ich unserem Bildungssystem an. Das findet nicht mehr statt. Vielleicht noch in manchen Elite-Schulen, aber es wird nicht mehr aus der basalen Lebenserhaltung heraus entwickelt. Eine meiner Töchter, also neben Verena, hat die HLW gemacht. Ja. Ja, sie wollte in die HLW, um diese Fähigkeiten, heißt ja aus
Früher hat man gesagt, abwerten Knödelakademie. Sie hat was gespürt, das liegt ihr, das sind ihre Werte. Nein, die Schule hat es nicht geschafft. Die Lernfächer, dieser Druck der Schule hat ihr die Freude am Handwerk genommen. Sie kann nach wie vor gut kochen, aber diese Freude, diese Hingabe, das ist passé. Ich komme jetzt, damit es nicht zu lang wird, in den zweiten Teil. Aufs Handwerk bin ich gestoßen. Wir waren auch Kinder, die Rauchs, hat Arno gesagt. Und die Mama hatte eine kleine Nebenerwerbslandschaft. Die hat die Zustimmung zur Landwirtschaft gegeben. Die kommt aus einer Bauernfamilie. Auch mein Vater, aber der hat mit der Landwirtschaft nichts am Hut gehabt, zunächst einmal. Aber die Mama hat gesagt, ich will eine Kuh, sonst verlasse ich dich. Ja, mein Vater. Sie ist zu ihrem Bruder gegangen in der Landwirtschaft. Ich brauche eine Kuh. Sie hat die miserabelste Kuh bekommen aus dem Stall. Aber die Kuh war da, der Stall war nur im Verschlag und so hat sie aufgebaut. Aber das war ihr Wert. Das war ihre Person. Da hat sie die Zustimmung gegeben. Und wir Kinder mussten ihr helfen. Vom ersten Tag an war mir diese Arbeit im Stall ein Gräuel. Und was habe ich gemacht? Diese schwere Arbeit. Wir hatten einen Motor mehr. Die Mama hat uns einfach hinausgeschickt, mähen, mähen, mähen. Und ich habe immer nur versucht, diese schwere Arbeit zu entlasten. Ich habe Seilbahnen gebaut. Die Mama hat geschumpfen, weil das Heu nass geworden ist. Ich wollte das Heu den Hang herunter und so weiter und so weiter. Also aus die Frage, die ich dort schon gespürt habe, war, das ist zu schwer. Ich will eine andere Antwort geben. Ich will das erleichtern. Dann hat man mich ins Internat gesteckt. Was ich mitbekommen habe von meinem Vater ist, das Zeichnen. Ich konnte gut zeichnen. Im Internat war das überhaupt nicht gefragt. Fußball war gefragt, aber Fußball konnte ich nicht, weil wir in der Landwirtschaft immer gearbeitet haben. Also musste ich das versteckt machen. Dieses Wertediktat des Fußball und das Zurücknehmen meines eigenen, was ich konnte, hat dann in der fünften Klasse zu dem geführt, dass ich Fußball gelernt habe. Dieses Diktat des Internats war für mich wie ein Überig. Ich wollte da überleben und habe Fußball gelernt und bin dadurch zur Matura gekommen. Ohne Fußball ging es nicht. Dann hat bei der Matura, in der Vorbereitung Ende siebte Klasse, war eine günstige Bedingung, nämlich der Pater, der uns Griechisch gelehrt hat, hat die verrückte Idee gehabt, Ödipus Rex in Griechisch, in Altgriechisch aufzuführen. Ist zu mir gekommen und hat gesagt, du kannst ja zeichnen. Dann habe ich Plakat gemacht, Bühne, Prospekte und so weiter. Der war so hoch erfreut, in Griechisch war ich schlecht, aber ich habe die Matura geschafft. War ja klar, dass ich auf die Akademie gehe, zumindest die Aufnahmeprüfung. Ich habe sie geschafft, sonst wäre ich zur Architektur gewechselt. Habe dann Malerei studiert,
Und unser ältester Bruder Franz war damals schon in Kamerun. Der hat Bodenkultur studiert, war dort über die GTZ, das war die Top-Organisation für Entwicklungshilfe, sehr gut bezahlt, top ausgebildet, organisiert durch und durch. Er hat mich eingeladen, weil sie niemanden hatten, der einen Ochsenkarren bauen kann. Und dort bin ich dieser existenziellen Dynamik erstmals wirklich verfallen, nämlich ich war wie angefragt und habe die Antwort mit dem Handwerk gegeben. Und das hat sich dann durchgezogen. Und jetzt komme ich auf Tansania. Es gäbe viel zu sagen über Afrika, aber erwähnenswert ist wirklich, Afrika driftet auseinander in Städte und in Land. Das Bevölkerungswachstum ist so, dass die großen Staaten wie Nigeria, Kenia, Tansania bis zum Jahre 2050 sind die verdoppelt. Also Nigeria mit 120 Millionen Einwohnern wird 240 haben. Tansania mit 80, 160 Millionen. Diese Prognosen sind sehr genau. Und ihr seht an diesem Bild, die Städte, die haben ja keine Erfahrung mit Städtebau und so weiter. Die gehen ja nicht in die Höhe. In die Höhe gehen nur die Bürogebäude, aber nicht die Wohngebäude. Also Riesenflächen werden da verslammt, verbaut, ohne Plan. Und die ganze Entwicklungshilfe bilateral der Staaten geht in die Städte, um Straßen zu bauen, kanalisieren, elektrifizieren, den Verkehr zu regeln und so weiter. Im Dorf stagniert's. Man kann wirklich sagen, die Dörfer sind sich überlassen. Aber auch dort findet enormes Bevölkerungswachstum statt. Und wir haben uns von der einen Weltgruppe in Schliens, wir haben uns auf diese Dörflin-Strukturen konzentriert. Und die Arbeit, die wir da machen, die möchte ich kurz erklären in drei Gruppen. Ihr seht zwei Kinder, das sind Vollwaisen. Es sind noch zwei kleinere Geschwister. Die haben ihre Mutter vielleicht 2 Jahre gepflegt, die ist an AIDS dahingesiecht. Der Vater schon früher verstorben oder in die Stadt. Dann ist die Mutter gestorben, die haben buchstäblich nichts mehr. Alles, was sie hatten, ging für Schmerzmittel und Medikamente auf, die muss man bezahlen. Und dann ist mir etwas aufgefallen. Die Kinder müssten eigentlich traumatisiert sein. Und ich spreche nicht von Einzelfällen. Wir haben Kontakt mit 6.000 Waisenkindern. Wir, das heißt diese Organisation, die dort arbeitet. Was beide diese Buben können, ist, sie haben von klein auf die lebenserhaltenden Techniken gelernt. Die können Mais anbauen, die können Kartoffeln anbauen, die können sich einen Schlafplatz richten, das seht ihr hier. Die gehen hinaus, die Mutter ist tot, die gehen hinaus und geben ihrem Leben die Antwort, indem sie die Haue packen und das Feld bestellen. Nur, wenn sie krank sind, sind sie erledigt und sie können nicht in die Schule. Das ist kein Einzelbild. Wenn man so wie wir dann wirklich in den Dörfern durchgehen, dann treffen wir immer wieder auf solche Bilder.
Heute ist das für mich überhaupt nicht mehr tragisch, weil wenn ich sowas sehe, dann haben wir Leute, die sofort das Know-how haben, wie man hier eingreift und hilft. Aber das haben wir während 15 Jahren mühsam aufbauen müssen. Ich habe dieses Bild aufgenommen, weil ich beide Lebensgeschichten kenne und man sieht es ihnen an. Der eine Junge ist traumatisiert, weil er die Mutter auch jahrelang gepflegt hat. Der andere, sein Cousin, aber es ist sein Bruder. In Afrika hat man keine Cousin, da gibt es nur Brüder und Schwestern. Lebt mit Eltern. Und unser Fokus ist jetzt, wie kann dieser Junge oder dieses Mädchen wieder sprechen. Denn die Menschen im Dorf sagen, diese Kinder sprechen nicht. Sie können Feld bebauen, sie können ihre verfallene Hütte pflegen, sie wissen, wie man kocht, wie man Feuer macht und so weiter, aber sie sprechen nicht mehr. Und sind dann draufgekommen, diese existenzielle Dynamik, die kann man nützen. Man muss sie motivieren. Und am besten geht es, wenn man sie in Gruppen fasst und sie motiviert, ihre Häuser aufzubauen, zu renovieren, neu zu bauen und so weiter. Hier seht ihr ein Stampflehmhaus. Nun, das ist die Technik, die dort bekannt war, noch zum Teil ist, aber über die Städte natürlich altmodisch ist, nicht mehr gefragt. Also der Adobestein oder der gebrannte Ziegel, aber in den Städten gibt es nur noch Betonsteine. Das zieht sich so über das Land hinaus. Und diesen Kindern aber bleibt nichts anderes übrig, als die Technik, die sie gelernt haben, nochmal zu aktivieren. Und das haben wir versucht. Haben auch Know-how von Architekturstudenten, also den jungen Mann, Architekturstudent, der sich mit einer Gruppe bereit erklärt hat, 3 Monate dahin zu gehen. Das ist nur möglich, weil die Organisation vor Ort eingebunden ist. Sonst wäre das nicht gegangen. Und existenzielle Dynamik heißt auch im Sinne des Handwerks, wenn sich eines aus dem anderen ergibt. Natürlich kann man da keine Glasfenster machen, also muss man Läden machen. Wenn ihr in die Gesichter schaut, diese einfache Möglichkeit übers Handwerk, das ergreift sie und das gibt den Modus der Hoffnung. Das nenne ich die Kreativität. Plötzlich entsteht für diese Kinder ein neuer Zusammenhang, eine neue Wirklichkeit. Wenn ihr genau hinseht, da ist sehr viel Handwerk. Es ist alles Handwerk, das Flechten, diese Möbel, der Ofen. Das wurde mit ihnen entwickelt und gemacht. Was hier am Bild fehlt, sind die Alten des Dorfes. Am Anfang sehr skeptisch, aber dann kommen sie. Die kommen, die haben das Know-how. Plötzlich geben sie wieder die Antwort, weil sie gefragt sind. Ein Waisenkind mit der alten Großmutter und der Mann dort ist der sogenannte Attendant, das ist der Betreuer.
Also meine Aufgabe als Psychologe und Psychotherapeut war, eine kleine Gruppe von Menschen auszubilden, wie man mit traumatisierten Kindern, was die brauchen, und die haben dann andere ausgebildet, und so ist eine Laienorganisation entstanden, die arbeiten alle unentgeltlich, aber die gehen hin und besuchen die regelmäßig. Die bringen auch in die Projekte die Notwendigkeiten, wenn sie krank sind, wenn sie Hunger haben und so weiter. Martin Rauch hat mich 1978 in Sambia besucht, und dort habe ich ihm den Lehmbau beigebracht, weil wir dort gerade tätig waren. 2016 ist er war sonst nie mehr in Afrika, aber 2016, also 30 Jahre später, ist er hinuntergekommen und hat uns geholfen, diese Schulhalle zu bauen. Und wir wollten sie wieder in Lehm bauen. Sonst bauen wir mit Ziegelsteinen und Zement und so weiter, weil es modern ist, nachhaltig und so weiter. Aber diese wollten wir in Lehm. Einfach auch, weil Begeisterung da war, so dieses alte Können, altes Handwerk nochmal neu definieren. Da waren die Leute plötzlich begeistert. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Ausbildung dieser Waisenkinder, aber nicht in der allgemeinen Schulbildung, sondern es gibt keine Berufsschulen. Wir bilden sie im Handwerk aus, weil die können im Dorf nur bestehen, wenn sie handwerklich gut sind. Kann ich nochmal zurück? Diese junge Frau, Mary, hat sie gesagt, sie heißt Mary. Sie hat schon einen anderen Namen, aber für uns will sie Mary heißen. Die hat mir ganz klar gezeigt, zu ihrer Person gehört der Wert des Gestaltens mit Metall, mit Eisen. Die wollte schweißen lernen. Wenn immer wir ein Wasserprojekt gemacht haben, dann war die dabei. Die hat die Jungs auf die Seite geschoben, den Pipe Wrench, also diese Rohrzange genommen und hat geschraubt und geschraubt. Die war, da hat man gemerkt, da steckt eine Zustimmung dahinter, da steckt eine Person dahinter. Wir hatten ja nie einen Kran oder so etwas. Stahl hatten wir genommen, weil mit Holz das Eigengewicht zu groß war, haben die Statiker gesagt. Mit Metall ist es auch billiger gekommen, aber dieses Aufrichten und so weiter, da haben wir tagelang überlegt, wie man das macht. Das ist auch diese existenzielle Dynamik, die wir zum Teil verloren haben. Man steht vor einer Aufgabe und hat keine Lösung. Dann muss man sich öffnen, bis man gefragt ist. Und dann geben wir die Antwort. Sie wollten, kann ich noch schnell erinnern? Sie wollten die Träger so aufstellen. Es war unmöglich. Ein Palaver, ein Geschrei, die einen gesagt, es geht, die anderen gesagt, geht nicht. Man hat es probiert. Plötzlich große Angst. Es ist nicht zu halten. Dann haben sie entwickelt, mit unserer Hilfe so aufrichten, mit einem Seil. Das sind die Dinge, aber es braucht viel Zeit. Aber diese Auseinandersetzung ist Lernen und gibt enormen Selbstwert. Diese Halle hat eine Bauzeit von mindestens 3 Jahren. Ja. Das Fundament, ein Schweizer Statiker, Erdbeben erprobt, wurde vorgeschrieben, weil der Finanzier, jemand aus der Schweiz, hat finanziert. Erdbeben sicher. Mit diesem Fundament hätte man können 50 Häuser bauen. Und
trotzdem hat man es so gemacht, mit Steinen, mit Zement. Man hat es gemacht, die Leute haben es gelernt. Es steht. Das sind die Kompromisse. Das sind die Diktate. Es gibt nicht nur die reine Zustimmung. Es gibt auch die Pflicht. Die Dachkonstruktion. Die Halle, oft genutzt jetzt. Es ist noch nicht fertig, weil das andere wird leicht Lehm. Sie sind sich noch nicht einig. Viele Fenster, wenig Fenster, das ist noch der Prozess, wo sie sich einig werden müssen. Was in der Halle fehlt, ist, es wird getanzt. Die Jungen, es ist die Disco-Halle geworden. Später wird es eine Schulhalle, wo Unterricht stattfindet. Ich komme zum nächsten Kapitel. Rainer, wir müssen uns beeilen. Ja, da sage ich nichts. Beachtet nur noch mal. Als Dasein in der Welt. Also, statt in die Schule müssen sie zur Mühle, etwa 10 Kilometer. Also das ist die Antwort dieser Jungs zu ihrer basalen Lebenserhaltung. Wenn sie nicht zur Mühle gehen, können sie nicht essen. Es ist ein hohes Können, also das ist Können, das ist... Die Jungs kommen aus so einer Familie, also nicht aus dieser. Das ist das Thema, wo wir die Lösungen auch noch nicht haben, aber das ist eine Familie ohne Männer. Die Männer sind weg, gestorben oder in der Stadt, die kommen nie zurück. Alle Frauen, die ihr seht, sind für alle diese Kinder Mütter. In dem Volk wird nicht unterschieden zwischen leiblicher Mutter und der Schwester einer Mutter. Die Tante, was wir als Tante bezeichnen, ist auch eine Mutter. Das brauchen die, um überhaupt zu überleben. Alles, was die Familie besitzt, haben die Leute an sich. Und das ist in Afrika jetzt gut sichtbar, dass es wie bei uns Reichtum gibt und Armut gibt. In welchem Verhältnis kann ich nicht genau sagen, aber es gibt eine ganz große reiche Schicht, eine Mittelschicht, die sich passabel entwickelt, aber das Heer der Armen nimmt zu. Und dieses Bild zeige ich eben, dieser Junge, der ist fähig, der hat dieses Gefährt gemacht. Der hat nicht viel Werkzeug, der hat eine Axt. Aber der hat das Wesen des Handwerks, der Mechanik und alles verstanden. Der hat ja kein Vorbild. Der hat es aus sich heraus entwickelt. Aber der Junge kommt eben aus dieser Familie, die ich vorhin gezeigt habe. Und der Junge kriegt wahrscheinlich den Auftrag, informell, nach Dar es Salaam zu gehen, um von dort nach Europa zu gehen, und dann schickt er Geld zurück, damit seine Geschwister in die Schule kommen. Diese Flüchtlingsbewegung aus Afrika hat ausschließlich mit diesem zu tun. Die werden geschickt. Was afrikanische Zeitungsausträger, Tellerwäscher, Straßenkehrer
und Klobuzer und was alles die machen, was die an Geld nach Afrika schicken, ist das Zehnfache der gesamten Entwicklungshilfe. In jedem Dorf weiß man das. Und der Junge, der ist entschlossen, der lässt sich weder vom Mittelmeer noch von der Sahara abbringen. Der will zu uns. Jetzt sagen wir Wirtschaftsflüchtling. Nein. Er will seinen Geschwistern die Schule ermöglichen. Man schickt die Begabtesten. Unsere Aufgabe im Projekt ist jetzt, die zu fördern, die handwerklich so zu schulen, dass sie bleiben. Ein Versuch, ich bringe es nur hin, weil Handwerk, die haben diesen Karren gebaut, schon mit unserer Hilfe. Es sind natürlich alles Unternehmer in Afrika, kann man sagen. Wenn eine Familie so einen Karren hat, mit so einem Schlepper, dann können sie die ganzen Transporte eines Dorfes übernehmen. Dieses Unternehmertum haben sie in sich. Nun, dieses Gefährt brauchen wir für die Schule. Da wird Mist und Kompost hinausgeführt und Brennholz hereingeführt und so weiter. Jetzt noch zum dritten Thema. Es ist am Abend im Restlicht, also es ist sicher 19 Uhr. Auch das ist Handwerk. Das sind 22 Kilo. Jedes Kind kann das. Und jedes Kind muss das. Also der Junge, auch ein Waisenkind, damit er überleben kann und halbwegs auch dieses Mädchen, die machen Wassertransporte für andere Familien. Der geht 10-mal, das sind 140 Höhenmeter, ich weiß es, weil wir jetzt Wasserversorgung haben, und 3 Kilometer, das macht er 10-mal am Tag, der kann nicht in die Schule. Wenn man in den Dörfern ist, sieht man immer, in dem Gebiet, wir sind im Hochland, ist das Wasser unten und die Dörfer sind oben, das hat klimatische Bedingungen, natürlich unten sind Sümpfe, die Wege gar nicht möglich, aber man sieht immer Kinder am Wasser tragen. Auch die Wäsche wird hinuntergetragen, gewaschen, wieder hochgetragen. Das ist nicht, weil die Frauen oder die anderen nichts tun. Die Frauen sind beschäftigt mit der Feldarbeit, denn die Bodenfruchtbarkeit nimmt ab. Um eine Familie zu nähren, braucht man jetzt schon die zehnfache Fläche wie vor 15 Jahren. Das haben wir genau errechnet und auch erforscht. Wasser ist eine sehr, sehr komplexe Sache. Technisch überhaupt nicht schwierig. Aber Wasser funktioniert nur, wenn das Dorf die Zustimmung gibt. Wenn es verstanden wird. Das sind unzählige Versammlungen notwendig. Das ist Knochenarbeit. Das sind Analphabeten. Die können sich nicht vorstellen, wie Wasser in einem Rohr fließt, dann noch bergauf, dann noch bezahlen müssen. Wir verwenden die meiste Zeit in diesen Versammlungen, nicht mehr wir selber, aber unsere Mitarbeiter vor Ort, die Einheimischen, immer wieder Bewusstsein, Lernen, Lehren. Denn
Die Regierung macht Projekte, wo Arbeit bezahlt wird. Das machen Firmen. Aber das ist nur in der Stadt. Am Dorf draußen geschieht gar nichts mehr. Das Dorf kann sich nur erhalten, wenn die wieder die Gemeinschaftsarbeit finden. Das ist Schwerstarbeit. Ich zeige euch nur, wie wir vorgehen. Zuerst Versammlungen, dann Quellfassung. Da muss das organisiert, geplant werden. Wir arbeiten mit Ingenieuren vor Ort zusammen, aber die haben überhaupt kein Interesse, die vor Ort hinauszugehen, um zu vermessen. Das machen die nicht. Die machen alles am Computer und das stimmt mit der Landschaft nie mehr überein. Technisch ist das für uns kein Problem. Es ist die Organisation. Die Frauen kommen schon 10 Kilometer her mit diesem Rohr am Kopf. Das muss alles organisiert werden. Insgesamt haben wir in unserer Region 45.000 Meter Leitungen verlegt. Berg, Tal, Berg, Tal. Da habe ich meine Wunder erlebt. Die graben auf einem Felsen hin, der vielleicht 30 Tonnen hat. Auf der anderen Seite wird weiter gegraben. Die haben keine Vorstellung. Das muss alles geübt, gelehrt und so weiter. Ein Tank für eine Pumpe, der muss ins Tal hinuntergebracht werden, gibt nur Fußwege. Es muss alles getragen werden. Es ist großartige Leistung. Die müssen ja auch im Feld sein, die müssen kochen, die müssen ihre Häuser richten. Das ist alles zusätzlich. Das zu organisieren, das ist die Kunst. Hier wird ein Pumphaus gebaut. Die Begeisterung, die die Leute haben, das ist eben für sie was Neues. Sie können nur staunen, aber sie haben schnell heraus, wie Zusammenarbeit geht. Die haben noch nie einen Tank bewegt. Aber in 5 Minuten haben sie da draußen die Technik, die es dazu braucht. Und wenn wir mit unseren Plänen kommen und so weiter, boah, viel zu aufwendig. Wir nehmen Seile und wir wollen rutschen und schlitten und weiß Gott was. Nein, die haben sehr schnell ihre Technik. Es ist alles Lernen. Die Männer, die setzen Gesichter, die sind fertig. Was haben sie gemacht? Nächstes Bild. Die haben hier eine Rohrleitung verlegt für einen hydraulischen Witter. Nächstes Bild. Das ist der hydraulische Witter. Eine Technik, die bei uns gang und gäbe war, ist jetzt, gibt noch einige in Europa, aber es gibt sehr viel, wie es halt Nostalgiker gibt, die pflegen das noch. Aber in Tansania war die Technik in der Kolonialzeit bekannt. Und eines Tages kam ein wirklich alter Mann und sagte, ich habe von einem Missionar, das war natürlich ein Missionsbruder, gelernt, wie man solche Dinge baut. Und sowas greifen wir augenblicklich auf. Er hat 3 gebaut, keiner hat funktioniert. Dann haben wir gemeinsam das entwickelt und der funktioniert. Erfunden hat es Montgolfier. Da wird Wasser mit Wasser gepumpt und weil es ganz wertvolles Quellwasser ist, sammeln wir das Wasser und gehen zum nächsten. Also wir schauen, dass wir wenig möglichst Verluste haben und das letzte Wasser wird gepumpt. Nächstes. Ja, so schaut ein Brunnen aus. Das sind immer etwa 10 bis 15 Familien, also 150 bis 200 Leute, die sind verantwortlich für so einen Brunnen. Die Regel ist, die Kinder haben nicht mehr als wie 300 Meter.
eben zum Wasser. Die meisten haben es viel näher. Und hier seht ihr Vata, den Namen, die Nummer. Das heißt, das ist alles organisiert, das muss verwaltet werden, weil dieses Ventil hält vielleicht ein Jahr, das müssen Sie selber wechseln, da haben wir Techniker, aber Sie müssen es auch bezahlen. Und das ist die Schwierigkeit, diese Dinge zu erhalten. Da legen wir unser Hauptaugenmerk. Und dazu müssen wir aber ausbilden, in Handwerk. Nächstes. Ja, noch ein paar Bilder zur Berufsschule. Hier wird ein Turm gebaut, nächstes Bild, für eine Windkraftanlage, die Wasser pumpt. Wir arbeiten auch sehr, wir haben Solartechniker ausgebildet, das wird die Zukunft sein, nächstes Bild. Das ist für die Windmühle. Das Allerwichtigste ist in der Berufsschule die Grundausbildung in Landwirtschaft, denn Land, wenn jemand Land bebauen will, kriegt er es zur Verfügung. Und für die existenzielle Dynamik, die Lebenserhaltung ist wichtig, dass jeder und jede Frau und jeder Mann weiß, wie man Gemüse anbaut, wie man, nächstes Bild, wie man, das nennen sie Food Processing, ist alles Handwerk. Sie haben schon Theorie dahinter, aber die ist, die kommen aus der Kolonialzeit, die ist zum Teil unverständlich, aber den praktischen, da lernen sie das Wesentliche. Nächstes. Das ist Albert, Solartechniker, hat diese junge Frau ausgebildet. Da haben sie eine Pumpe installiert, die hat Strom. Und wiederum, sie wollte mit Strom umgehen können. Sie wollte das lernen. Die hat die Burschen auf die Seite geschoben. Ich mach das. Die zwei letzten Bilder, wo wir jetzt wieder zurück müssen. Wir haben begonnen mit der Landwirtschaft. Aber da war wenig Interesse. Die Frage an uns war eine andere. Und so mussten wir andere Antworten geben. Jetzt haben wir noch zwei große Bereiche, die ungelöst sind. Die Erosion und die Fruchtbarkeit, die erhalten das Bodenfruchtbarkeit. Und das Kochen. Aber da geht's, das ist die Tradition, ist hohe Fertigkeit so zu kochen, aber das findet fast immer in den Hütten statt und der Rauch, also nicht ich, sondern der Rauch vom Feuer macht die Bronchien kaputt. Und diese Gewohnheit und dieses Handwerk zu verändern, ist sehr viel, braucht sehr viel Geduld, ist sehr schwierig. Wir haben zwei Dinge, wo schwierig sind, das ist die Toilettenkultur, sprich Latrinen, und der Rauch in den Hütten. Langsam kommt die Frage, viele Leute sind krank, vor allem in der kalten Jahreszeit, weil sie sich am Feuer wärmen, die Kinder chronisch mit Bronchitis besetzt und über diese Bewusstseinsbildung kommt jetzt die Frage, wie können wir den Rauch aus den Hütten bringen? Aber wir haben keine Antwort. Die müssen wir finden. Ich komme kurz noch in die Carina. Das ist die Therapiestation. Wir haben es von den Jesuiten übernommen. Das war ihr Sommerhaus. Sie haben nur im Sommer hier die Ferien verbracht. Es hat ihnen keine Gänge. Man hat nur im Sommer gelebt. Und wir haben es für unsere Notwendigkeiten adaptiert und haben von Anfang an gesagt, wir machen das im Rahmen unserer Therapie. Wir haben sehr schnell erkannt, dass bei Abhängigkeiten, unsere Aufgabe ist,
Persönlichkeitsstörungen, traumatisierte Menschen, die dieses Leid und diesen Schmerz mit Suchtmitteln heilen wollten und dadurch in die Abhängigkeit kamen, die sollen wir wieder lebensfähig machen. Die können bei uns 4 Wochen sein oder 1,5 Jahre. Aber wenn man 1,5 Jahre in so einem Haus ist, dann braucht es gewisse Voraussetzungen. Und eine ist, sich zu Hause fühlen, dieses Haus sich aneignen. Und das ist am besten übers Handwerk. Das wisst ihr alle, wenn ihr in der Wohnung und wenn ihr nur eine Stellage aufstellt, wenn ihr die Wohnung adaptiert und sei es von IKEA und ihr baut das zusammen, aber noch besser, wenn ihr etwas einmal macht, dann ist es das eigene. Dann ist es angeeignet. Und das nutzen wir. Ich gehe in einem Jahr in Pension, dann ist das Haus fertig. Ich weiß nicht, wie die das machen. Na, wird es eine sehr theoretische Therapie. Meine Mitarbeiter sind alle froh, ja, jetzt ist es endlich fertig. Aber ich warne sie immer, ihr werdet Psychodynamiken bekommen, wenn ihr sie nicht im Handwerk beschäftigt. Also es ist ein altes Haus. Das war eine Darstellung bei der Eröffnung eines Traktes. Ein Patienten. Der Körpertherapie so gewisse Bewegungen gemacht. Diese Stufen, das habe ich alles mit Patientinnen verlegt. Die Männer haben gesagt, können die nie spinnen die? Die Mädchen haben gesagt, oder die jungen Frauen, und ob? Und dann haben wir eine Stiege mit den männlichen Patienten gemacht und eine mit den weiblichen und die war viel genauer. Die Männer haben es einfach nur mit Kraft und so gemacht, die Frauen haben die immer überlegt. Nächstes. Ja, unsere Verwaltung hat gesagt, wir haben schnell erfahren, dass wir haben sehr viele Angstpatienten und bei Angst hat sich die Pferdehaltung des Reitens sehr bewährt, das wussten wir, weil wenn wir auf ein Pferd hinaufsitzen, haben wir eine natürliche Angst. Die Patienten mit neurotischer Angst können nicht mehr unterscheiden zwischen, was ist jetzt gesunde Angst und was ist überzogene neurotische oder existenzielle Angst. Und wenn man sie auf Pferd hinaufsetzt, dann können sie das unmittelbar unterscheiden. Und die Pferdehaltung, da geht es um Verantwortung. Überhaupt viele unserer Patienten haben zu Tieren mehr Bezug als zu Menschen. Und dann hat der Verwalter gesagt, boah, ein Stall, braucht es das? Und grundsätzlich hat unsere Verwaltung gesagt, wir haben ein Budget. Das Budget ist Standard. Standard war Vogevosi. Vogevosi ist ein Bauträger, ein öffentlicher bei uns. Stiegengeländer, Böden. Alles, was so mit Bau zu tun hat, Standard. Das Geld bekommt ihr. Wenn ihr mehr wollt, dann müsst ihr es machen. Dann müsst ihr es selber machen. Also haben wir diesen Stall selber gebaut. Es war schwierig mit der Statik, aber wir haben es hinbekommen, dass wir einen Statiker gefunden haben. Jetzt alles, was ihr seht, ist mit Patienten gebaut. Dieses Geländer, der Stall, nächstes Bild. Ich habe jetzt nur ein Bild, wie ich da oben bin. Die alten Wände sanieren, da haben wir auf Martin und Ulrich zurückgegriffen. Martin hat einen Kalkbrennofen gebaut und wir haben noch jemanden gefunden, der uns eine alte Mauertechnik beigebracht, die heißt bei uns Patschok. Und Patschok haben entweder Kroaten oder irgendwelche Maurer aus der Monarchie nach Wien mitgebracht. Alle diese Geländer und so, das haben wir mit dem Patienten, sonst hätten wir jetzt Stäbe. Wir haben das Budget nie überschritten. Noch ein interessantes Detail hier im Fenster, das alte Fenster, die sogenannte Suchtmaschine.
ist ein Seil, jedes Mal, wenn man vorbeigeht, ist ein Bewegungsmelder, dann geht das Seil ganz langsam, aber es ist ein Endlosseil. Und das hat eine Gruppe von Patienten haben diese Idee gehabt, darzustellen, Sucht ist immer wiederkehrendes Leid. Das wollten sie auch so darstellen. Nächstes Bild. Wir hatten wirklich einen guten Architekten. Der Verwalter hat gesagt, wollt ihr nicht Rigips nehmen? Das könnt ihr doch nie pflegen. Nein, wir wollten diese Handschrift. Und wenn Patienten zu uns kommen nach 5 Jahren, nach 10 Jahren auf Besuch, dann greifen sie hin und sagen, das habe ich gemacht. Das ist Handwerk, das ist diese existenzielle Zustimmung. Im Unterschied zu Afrika, also zu den Kindern in Afrika, haben wir zum Teil ein Gesundheitssystem, das die Patienten total verwöhnt. Wir nennen das Hospitalisierung. Sie definieren sich aus der Krankheit heraus und geben die Verantwortung an uns ab, an die Institutionen. Und gerade im Suchtbereich ist das unglaublich fatal, weil es zu immer wiederkehrenden Drehtüreffekten führt. Psychiatrie hinein, heraus, Therapiestation hinein, heraus, Psychiatrie hinein, heraus. Und wir haben jetzt, und wir evaluieren das auch, wir haben die Feststellung gemacht, wenn wir es schaffen, dass sie wieder die Verantwortlichkeit für ihr Leben über die basale Lebenserhaltung, wenn wir sie dazu zuerst anhalten, aber wenn sie dann draufkommen, wie befreiend das ist. Und jeder Patient muss bei uns kochen, putzen, den Garten bestellen, die Pferde pflegen und im Umbau, in der Instandhaltung mithelfen. Handwerk ist existenziell. Ich hoffe, wir verlieren diese Fertigkeit nicht über die große Digitalisierung. Aber ich habe nichts dagegen, wenn es Hobby wird. Aber die Architektur müsste dann wieder Bezug nehmen, dass es Werkstätten gibt in Wohngegenden, dass es in Wohnanlagen Möglichkeiten gibt, wo man gestalten kann. Ich danke euch. Arno, wie geht's weiter? Bier trinken, Wein trinken, Erlebniswerte oder gibt ja. Ja. Thank you.
und vernormt. Ja, stimme ich Ihnen zu, aber ich glaube schon, dass, also meine Generation, nach dem Krieg geboren, wir haben unheimlich viel Wissen über Handwerk noch, weil man es damals gebraucht hat. Und es geschieht auch viel, aber es ist nicht bewusst und nicht verbreitet. Es geschieht eben hauptsächlich in kleinen Hütten im Garten, in Kellerwerkstätten. Aber es geht verloren, ja. Glücklich die Kinder, die diese Offenheit entwickeln und beim Großvater nachschauen, was kann der. Aber wenn sie in der Schule so eingedeckt sind und dort ist und schwer ist, dann bleibt dieser Raum nicht. Und mein großes Anliegen ist schon die Bildungsreform. Da muss sich einiges ändern, sonst werden wir noch mehr verlieren. Auch in den HTLs und so weiter. Es ist alles digitalisiert. Gerade noch in gewissen Lehrwerkstätten wird gefeilt, aber dieses Feilen, das ist so verpönt und so langweilig und so abstoßend. Also, wir müssen es aktivieren. Ja? Ja. Depression ist die Wertblindheit. Ich sehe Werte nicht mehr. Depressive Menschen sind sogenannte Vergangenheitsmenschen. Die leben nur in der Vergangenheit. Damals, da war es noch gut, da war es noch schön. Depressive Menschen schickt man zu meinem Leidwesen spazieren in den Wald und weiß Gott wohin. Da muss man sie zwingen, am Arm nehmen und. Die wollen abwaschen, die wollen kochen, die wollen bügeln, aber die wollen auch was basteln. Aber eben nicht Korbflechten wie in den Altersheimen. Und Teppich knüpfen und was immer halt da auf dem Markt ist. Nein, nein. Depressionsbehandlung heißt, welche Fähigkeiten waren früher da? Was hast du früher gekonnt? Dort wieder anknüpfen. Jetzt, Depression ist auch Selbstwertthematik. Und das handwerkliche Können ist etwas, was uns in allen drei Dimensionen annimmt. Also Handwerk ist auch Körperarbeit. Computerarbeit ist nicht Körperarbeit. Ja, schon, wenn ich dem Walter zuschaue, wie er gerade vorwerkt. Die Hände sind schon aktiv, aber wenn er ein Modell baut, ist er anders, wirkt er anders. Also, Depression nimmt zu, weil die Wertigkeit, dieses Erleben über die Hände, wo ich auch gleich etwas sehe an Erfolg, weil das nicht mehr möglich ist. Ist es verständlich, Arno? Ja, es ist ja gut, wenn es sich verschiebt. Ja, zeigt die Erfahrung.
Ja, weil es Wertediktate gibt. Ein Wertediktat ist, der Klodeckel muss unten sein. Das ist ein Wert. Nein. Der was will, ich habe es nicht verstanden. Die Eckbank. Also wenn er eine Eckbank einkaufen geht, oder wie? Letztendlich wird er es nicht begründen können. Aber er spürt, was stimmig ist. Wir können es nicht begründen. Wir können nur sagen, die ist gut. Die stimmt. Die ist toll. Ja, wie begründen eine Eckbank? Weil sie gepolstert ist oder weil sie die Form hat? Weil sie funktioniert oder weil sie einen Schnörkel hat? Nein, die stimmt. Wir können auch Architektur letztendlich nicht begründen, aber wir gehen hinein, wenn ich hier reinkomme, sage ich mal, wow, da spürt man was. Aber wie begründen? Ja, ihr könnt es schon, ihr Architekten. Aber letztendlich geht es nur um die Stimmigkeit. Und da haben wir ein Gefühl. Und das ist eben nicht im Kopf. Ich weiß schon, ihr braucht Theorien und so weiter. Nein, Wert spüren wir hier und es stimmt. Sie können es ja versuchen, alles zu begründen. Es wird immer jemand kommen und sagen, das sehe ich anders. Nein, nein, das stimmt nicht. Muss ich Ihnen widersprechen? Wenn ich sage, ich, Johannes, dann zeige ich hierher. Und stimmig ist immer nur hier. Aber wenn ich sage, Mensch, bin ich ein Depp. Wert spüren wir hier. Und verarbeiten es schon mit dem Gehirn, aber wir spüren es hier. Bitte? Ja, eine Idee. Bitte? Noch? Das ist die Idee. Ja, eine tolle Idee. Und wann spürt man die Idee hier? Wenn sie umgesetzt ist. Nein, nein, die sind anders. Es, ja. Die Kinder, in welchem Land war das? Südafrika. Mhm.
In Afrika kann ich erleben, dass ein Kind ist nie für sich allein. Es, im Unterschied zu unseren Kindern, sind sie immer bezogen auf andere, von klein auf. Man hat es genau, aber nicht in Afrika, in Papua-Guinea, genau erforscht, diese Grundwertthematik, und hat herausgefunden, Kinder, die ein Jahr am Rücken der Mutter sind, sind resilienter als alle anderen Kinder. Weniger krank, psychisch belastbarer und so weiter. Also, wir gehen das Ganze individueller an. Das ist in Afrika anders. Jedes Kind ist immer bezogen auf andere und lernt dadurch auch, oder wie soll ich sagen, jedes Kind in Afrika ist bei sich und gleichzeitig bei jemand anderen. Und wir kennen das natürlich auch. Aber viele Kinder können nur bei sich sein oder bei anderen. Das ist, weil wir es ihnen so vorleben. Ist verständlich? Und die Frauen natürlich, ist klar, die haben nicht diese Begriffe, dass es gibt nur eine Mutter, es gibt eben viele Mütter. Ja. Nein. Ja. Ist anders, ja. Aber ich muss auch sagen, sie verlernen es mehr und mehr. Es wird individualisierter und schade. Also in den Städten ist es schon ganz anders. Gut. Ja. Ja. Ja, das hängt von der jeweiligen Konfliktbereitschaft ab, die jemand hat. Und in der Therapie unterscheiden wir eben zwischen den drei Zeiten, nämlich Chronos, das ist schon unser Diktat, das ist die strukturierte Zeit, mit der Uhr gemessen, geplant. Die ist wichtig, ganze die Eisenbahn, Computer, alles geht nach Chronos. Dann haben wir das Kairos, das ist die Zeit, die mit unserer Stimmung in Einklang ist. Wenn ich traurig bin, habe ich ein anderes Zeitgefühl. Wenn ich verliebt bin, habe ich wieder ein anderes Zeitgefühl. Wenn ich erfüllt bin von etwas, also wenn ich einen Wert so erfüllt bin, dann habe ich dieses glückliche Gefühl, das ist wieder ein anderes Zeitgefühl. Und dann gibt es noch das Aeon, das ist das immer wiederkehrende. Tag, Nacht, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, jeden Tag. Wird zur Gewohnheit, muss aber nicht. Aeon sind wir im Begriff zu verlernen, ja. Das merkt ihr, wenn ihr eure Geburtstage denkt, Weihnachten, die Feiertage. Es wird nicht kultiviert, dass es wiederkehrend ist. Nein, nein, es muss sich entwickeln. Jetzt die Frage, das hängt von mir ab, bin ich konfliktbereit? Ja, es gibt Konflikte. Wenn ich mit meinem Tempo das angehe, muss ich mit Konflikten rechnen. Und
muss begründen können, warum eines sich aus dem anderen ergeben muss. Wenn jemand ein Wasserprojekt finanziert, ja, dann gibt man Zeitspannen an, das ist schon klar. Aber was ich nicht angeben kann, ist, wie lange wir brauchen, bis das Dorf im Bewusstsein geschult ist, dass dieses Wasser sie zu ihrem machen müssen, das ihre ist, sie eine Verwaltungsstruktur aufgebaut haben. Das kann ich auch nicht abschätzen. Kann 5 Jahre dauern. Aber wenn man die Leute in ein Dorf bringt, wo es schon vorhanden ist, kann es nur 3 Jahre dauern. Und das kann man auch nicht beschreiben. Man will immer Technik, das, zack, Bauabschnitte und so weiter. Man muss Konflikt, darf nicht konfliktscheu sein. In der Carina war es so, nichts ist fertig, die ewige Baustelle. Ja, ewige Baustelle. Wen stört es? Letztendlich hat es überhaupt niemand gestört. Bei der Planung, oder? Das ist ein altes Haus, haben wir gesagt, Nasszellen, ja, haben gesagt, ihr kriegt es nie einen Patient, wenn nicht jedes Zimmer ein Klo hat, das war überhaupt nicht möglich. Vom Budget nicht, vom Bau nicht. Habe ich die Patienten gefragt, immer wenn sie abgeschlossen haben, hat etwas am Zimmer gefehlt? Na, das war super. Ja, aber das Klo hast du doch am Gang. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das war schön, haben viele gesagt, am Abend in die Dusche zu gehen, im Bademantel noch jemanden treffen und so, das ist kommunikativ. Das hat mich überzeugt. In der Mariebene im Mutterhaus, Einzelzimmer, Nasszellen. Wir haben Wartezeiten von über einem Jahr. Oben kriegst du morgen einen Platz. Die Atmosphäre stimmt nicht mehr. Ich bin nicht konfliktscheu. Gut, danke.